völlig durcheinander gekommen. Hier stehen übrigens die Sänger gar nicht drauf. Ja. Aber da, im Internet stand David und Annie Hamlin würden singen. Ich denke, die heißt Rachel. Ann-Sophie heißt die. Und Rachel Hamlin, ja. Hat er denn drei? Nee, da zwei Sängerinnen und den David Hamlin. David Hamlin und die Rachel Hamlin ist die Schwester. Und die Ann-Sophie ist die, die letztes Jahr aufgetreten ist. Und die ist auf der CD drauf. Wie alt ist die denn? Dass die alle so singen können, ist ja toll. Ich kann dir aber sagen, dass es diejenige ist, die für den Eurovision Song Contest 2015 oder 2016 aufgetreten ist. Meinst du, dass sie älter ist als die Rachel? Die ist älter, ja. Ja, der Anfang ist immer das Schwierigste. Ja. Wenn man Angst hat, dass der Start nicht klappt. Hm, verstehe. War das schon mal da gewesen? Ja. Jetzt muss ich gleich runterziehen, aber nicht. Herzlich willkommen zu einem Film über Dieter Middendorf von Radio Rheinwelle 92,5 aus Wiesbaden. Seit nunmehr 20 Jahren moderiert er erfolgreich seine Sendungen Rheinwelle Swing Party und Das waren noch Zeiten. Nachdem Bill Ramsey Anfang des Jahres seine Tätigkeit als Radiomoderator beendet hatte, dürfte Dieter Middendorf, Jahrgang 1931, nun der älteste noch aktive Rundfunkmoderator Deutschlands sein. Dieser Film ist ihm, seiner Liebe zur Musik und seinen beiden Sendungen gewidmet. Berrenhaus. Sehr schön. Hallo und herzlich willkommen bei Radio Rheinwelle 92,5 in Wiesbaden am Sonntag, den 28. April 2019, um genau 10.01 Uhr und eine halbe Minute. In unserem Sendestudio begrüßt Sie, meine Damen und Herren, Ihr Dieter Middendorf und lädt Sie ein zu einer neuen Folge der Rheinwelle Swing Party von 10 bis 12 auf dieser Welle. Liebe Hörer und Hörer, wer am vorletzten Sonntag, dem 14. April um 10 Uhr morgens das Radio eingeschaltet hatte, um unseren Sender und damit meine Sendereihe Das waren noch Zeiten zu empfangen, wird sich gewundert haben, dass auf der UKW-Frequenz 92,5 absolute Funkstille herrschte. Und das bis etwa 15 Uhr an jenem Sonntag. Der Grund hierfür war die aus technischen Gründen erforderlich gewesene Abschaltung der elektrischen Stromversorgung im Bereich unter den Eichen in Wiesbaden, wo ja auch unser Sender ist. Ja. Deshalb musste ich auch meine für den 14. April vorgesehene Jubiläumssendung auf den heutigen Tag verschieben. Wieso Jubiläumssendung? Ja, die meisten unter Ihnen werden es nicht wissen. Aber Tatsache ist, dass ich vor genau 20 Jahren meine Sendetätigkeit bei Radio Rheinwelle 92,5 aufgenommen habe. Und das war am Sonntag, dem 11. April 1999 um 10 Uhr morgens. Aus diesem Anlass werde ich im Laufe der heutigen Sendung das Programm meiner allerersten Sendung vom 11. April 1999 wiederholen. Da ich damals eine Sendezeit von nur einer knappen Stunde hatte, bleibt genug Raum, den Wiederholungsteil mit Swingmusik live aus unserem Sendestudio zu umrahmen. Und da habe ich kürzlich ein brandneues Album des bekannten Swingdance-Orchesters aus Berlin unter der Leitung von André Hamlin geschenkt bekommen, aus denen ich ihm heute insgesamt 10 Swing-Nummern vorstellen möchte. Und das Album trägt den Titel Ballroom Time und ist 2018 in Berlin produziert worden und soll daran erinnern, was Swing eigentlich ist. Tanzmusik. Hier nun das erste Stück. Oh,
Ist aus. Gut. Ich ziehe meine Jacke gerade mal aus. Und sehr schön. Sehr schön, Dieter. So, ich gerade mal auf den Weg. Du machst das jetzt 20 Jahre, aber dir macht das immer noch Spaß, oder? Und du machst das immer sehr, wie sagt man, akkurat, fleißig. Und in Ingen sagt, mach das nur weiter, ist deine Lebensversicherung. Ja, es gibt auch im Umkreis, muss man sagen, hier von uns kaum einen, der noch Swing-Sendungen in diesem Ausmaß und in dieser Form macht wie du, ne? Man hätte noch viele sagen können. Könnte auch sein, so ist es ja auch. Wie ich damals anfing, war die Swing-Musik noch gar nicht wieder entdeckt worden, so richtig. Ich bin dann durch André Hermin drauf gekommen, weil der mal im Fernsehen gezeigt wurde. Da hieß es, man würde wieder Swing tanzen. Und da haben ja auch mir manche gedacht, wer will denn das noch hören? Und nachher sind immer mehr Leute gekommen. Ja. Und immer mehr Swing-Orchester. Und der Zulus Ball beweist das ja hier, aber auch vor allem in Berlin. Da haben sich neue Bands gegründet. Ja, ja. Die Kind of Jukisch zum Beispiel, das ist eine Band, wo auch Gregor ja, Peters. In Köln ist auch eine. Ja, in Köln gibt es auch eine. Es gibt immer mehr, ne? München auch eine. Ja. Fand ich immer nicht so doll. Habe ich mir die CD schicken lassen, aber war ich nicht so ganz begeistert. Das sind die Skylarks, die wir von Hermlin jetzt hören. Ne? Ja, das weiß ich. Und die Viola Manik. Klingt toll, oder? Klingt sehr gut, ja. Dieter Middendorf ist stets bemüht, gute Aufnahmen zu verwenden, die er in seiner Sendung sendet. Aber leider entsprechen nicht immer alle Aufnahmen den heutigen Standards, wie man sie eigentlich für Radiosendungen erwartet. Und somit ist er oftmals damit beschäftigt, zu Hause sämtliche Aufnahmen Klang zu verbessern, die aus der Zeit der 1920er, 1930er und 1940er Jahre stammen. Zunächst die durch die Band von Buddy Hörmel bekannt gewordene und von Joe Bishop komponierte Swing-Nummer Woodchopper's Ball, gefolgt von For My Sunday Girl mit den Gesangssolisten David und Annie Hermlin sowie den Skylarks. Übrigens, David Hermlin, der singt nicht nur, der kann auch steppen und tanzen. Und das zeigt dann immer bei diesen Zulus-Bällen in Schwalbach. Übrigens, Schwalbach am Taunus. Moment, habe ich gesagt, im Taunus. Also nicht Bad Schwalbach. Also da kommen sie nicht hin. Ja. So, damit verlassen wir es fürs Erste, das Swing Dance Orchestra. Hören es aber im letzten Teil meines heutigen Programms noch einmal. Und wenn mir die Zeit noch reicht, wieder mit 5 weiteren Swing-Nummern aus dem Album Ballroom Time. Wenn man live Radio macht, so wie Dieter Middendorf bei seiner Sendung, dann muss man ab und zu mit Problemen kämpfen. So kann es passieren, dass man sich in seinen Moderationstexten verspricht oder dass einem schlichtweg die Technik einen Strich durch die Rechnung macht. Was kann man dann tun? Also ich hatte mal eine Musik-CD von Sony mit Kopierschutz. Ja. Und die haben diese DVD bzw. CD-Player sind es ja nicht angenommen, ach, weil der Kopierschutz drauf war. Und irgendwie war das so verbunden bei dem Sender, wo ich war, dass der das schlichtweg gar nicht abgespielt hat. Die stoppte. Und dann waren da 7, 8 Minuten, ja, die ich da eingebaut hatte. Das musste ja zeitlich alles passen. Und ich wollte diese Live-Atmosphäre rüberbringen mit Publikum. Deswegen habe ich diese Sache verwenden wollen. Und dann hatten die Gott sei Dank in der Mitte einen Player, der die angenommen hat. Das war ein alter Vorgänger, ja, bevor sie die neuen installiert haben. Ich habe einen Monat vorher noch 3 alte gehabt, mit denen ich das ausprobiert hatte. Da hat es wunderbar funktioniert. Denn innerhalb des einen Monats haben die 2 davon komplett neu ausgetauscht und die neuen haben die nicht angenommen. Und das wusste ich natürlich nicht. Nee. Bin ich natürlich während der Sendung rausgerannt in Panik zum Büro und sage, was soll ich jetzt machen? Ich habe hier 7 Minuten, wenn ich Pech habe, ein Loch. Ja? Und ja, ja. Ich meine, das bringt ja alles durcheinander. Man hat sich wie du schriftlich vorbereitet und alles. Ja, eben. Und dann, Gott sei Dank, haben die mir dann geholfen. Da bin ich denen heute noch dafür dankbar, dass sie dann, ne? Ja, natürlich. Also, da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, das weiß ich noch. Als ich das damals meine Sendung Stück gemacht habe. Über 2 Minuten. Ja. Ach, guck mal, das gleich kommt an Text. Das, da. Mhm. Ja, kriegst du schon hin. Das klappt schon.
Damals habe ich natürlich, gab es Internet für mich, wissen doch gar nicht. Habe ich auch oft gar nicht gesagt, von wem das komponiert ist und wann das entstanden ist, wusste ich einfach nicht. Und da habe ich einen riesen Fehler gemacht. Da habe ich gesagt, Sie haben ja alle erkannt, das war die bekannte Duke Ellington-Nummer, Take the A-Train, was natürlich Quatsch, das war Billy Strayhorn. Und das habe ich ja vorher abgehört und sage das vorher dann, da kommt ein Schnitzer. Also ja, das, da war ich damals noch ein bisschen unbekümmerter. Ja. Aber du hast ja auch schon Pannen wahrscheinlich in deiner Sendung, ne? Ja, natürlich. Da muss man dann ruhig bleiben, muss man besonnen bleiben, ja. Ist halt eine One-Man-Show, ne? Das ist das, was man hier macht, ist ja alles. Man macht die Technik, man tut seine Moderation schreiben. Manche Sachen ist doch gar nicht so schlecht, wenn man kommt. Man weiß, dass ihr live arbeitet. Ja, und es gibt keinen Musikredakteur. Die anderen Sender, die nehmen ja alles vorher auf, das ist doch kein Wunder. Und wir machen ja alles selber. Ja. Ich stelle die Sendung zusammen, ich schreibe das Manuskript, ich mache die Technik. Und bei den anderen Sendern haben sie doch einen Techniker, sie haben einen der Musikredakteur, der das Programm zusammenstellt und dann der Sprecher, der Moderator. Genau. Ich nehme an, dass es so ist. Ja. Jede Nacht ein neues Glück und neue Liebe dein. Jede Nacht Gefühlen, ich kann mit Liebe immer nur spielen. Heute dich und morgen dich, so nicht anders, so nicht anders, so soll es sein für mich. Ich bin ja keine von den Frauen, die gewissen netten Sachen, weil sie bei Licht sich nichts getrauen, nur immer still und heimlich machen. Und wenn's die ganze Welt erfährt, das ist mir ganz egal. Ich bin ja schließlich keine Miss mit doppelter Moral. Ein neues Glück und neue Liebelein. Jede Nacht ein anderer Mund, so soll es bei mir sein. Sprich nicht von Treue, nicht von Gefühlen. Ich kann mit Liebe immer nur spielen. Heute dich und morgen dich. So, nicht anders, so, nicht anders, so. Soll es sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben Radio Rheinwelle 92,5 in Wiesbaden eingeschaltet. Noch bis 12 Uhr präsentiert Dieter Middendorf die Rheinwelle Swing Party, die heute dem Swing Dance Orchester André Hermlin gewidmet ist. In deren Mittelpunkt aber die Wiedergabe meiner allerersten Rheinwelle Sendung vom 11. April 1999 steht, mit der ich sogleich beginnen werde. Vorher aber noch folgende Informationen. Sie können unseren Sender auch im Internet im Livestream unter radio-rheinwelle.de weltweit empfangen, sowie ab 1. Juli wieder für ein weiteres Vierteljahr im Digitalradio DAB+. Telefonisch sind wir während der Sendung unter der Nummer 0611 60 99 333 im Sendestudio zu erreichen. 0611 60 99 333. Ja, aber das wissen Sie ja schon längst, genauer gesagt schon seit 20 Jahren. Ja, und da wären wir schon beim Thema des Tages.
Vor kurzem habe ich mein 20-jähriges Sendejubiläum bei Radio Rheinwelle 92,5 in Wiesbaden begehen können. Und das war Sonntag, der 11. April 1999 in der Zeit von 10 bis 12 Uhr. Damals sendeten wir noch vom Castellum-Gebäude am Bahnhof Wiesbaden-Ost. Du lieber Gott, wie bescheiden war damals noch die technische Ausstattung und desgleichen die räumliche Verhältnisse. Das hat sich aber geändert. Und an jenem 11. April vor 20 Jahren wurde die Sendereihe Rheinwelle-Matinee aus der Taufe gehoben, die alle 14 Tage sonntags von 10 bis 12 ausgestrahlt werden sollte, was dann auch geschah. In den ersten Monaten teilte ich die Sendung mit meinem geschätzten Rheinwelle-Kollegen Eckart Blasche. Und Eckart brachte im ersten Teil des Programms vornehmlich Musik aus Musicals, was er auch heute noch tut. Und ich schloss mich dann im zweiten Teil mit Swingmusik und Oldies an. Erst als wir rund um die Uhr senden konnten, vorher hatten wir zusammen mit K2R Rüsselsheim arbeiten müssen, war es möglich, dass die Rheinwelle-Matinee an jedem Sonntag angeboten werden konnte. Eckart Blasche und ich hatten und haben seitdem unsere eigenen Sendungen. Ich alle 14 Tage ab sonntags abwechselnd die Rheinwelle Swing Party, deren Erstausgabe war am 3. März 2003, und die Sendereihe Das waren noch Zeiten. Über die Anzahl meiner Sendungen habe ich nicht ganz präzise Buch geführt, aber soweit ich feststellen konnte, waren es in den vergangenen 20 Jahren mindestens 400 Sendungen. Als Studiogäste hatte ich unter anderem die inzwischen leider verstorbene Schlagersängerin Maria Mucke, das war am 29. Oktober 2006, und den aus Wiesbaden stammenden amerikanischen Sänger, Schauspieler, Komponisten und Entertainer Michael Moog de Medici, das war am 11. Oktober 2009. Zweimal bot ich eine Rheinwelle Swingnacht, jeweils von 22 bis 6 Uhr am nächsten Morgen, an. Das war Pfingsten 2004. Und dann nochmal in der Nacht vom 2. zum 3. Juni 2006. Und zum 100. Geburtstag von Frank Sinatra brachte ich im Dezember 2015 eine Frank Sinatra-Nacht. Allerdings nur bis 2 Uhr. Und im Laufe der Jahre gab es von mir noch zwei zusätzliche Sendereien. Nämlich klassisch geweckt, alle 4 Wochen sonntags von 8 bis 10. Das war von Juli 2011 bis Juli 2016 und das Vorprogramm zwischen Traum und Tag, Musik für Aufgeweckte. Jeweils vor meinen beiden Hauptsendungen, sonntags von 9.15 Uhr bis 10 Uhr. Das habe ich dann von Februar 2008 bis Januar 2018 gemacht. Hatte aber dann das Gefühl, dass da nicht so viel zugehört haben. Da habe ich es eben aufgegeben. Ja, und dann werden sich einige von Ihnen sicherlich noch an die gepfefferte Mahlzeit erinnern, die ich vom 17. Februar 2008 bis einschließlich 10. Mai 2009 zusammen mit meinem sehr viel jüngeren Rheinwelle-Kollegen Martin Schäfer ausgerichtet habe. Ja, und das war immer im Anschluss an meine Swing-Sendung von 12 bis 14 Uhr an den betreffenden Sonntagen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich werde Ihnen gleich die Rekonstruktion meiner ersten Sendung vom 11. April 1999 bringen, und zwar in der Weise, dass ich die damals abgespielten Musikstücke noch einmal und in derselben Reihenfolge wie damals präsentiere. Da es von jener Sendung aber keinen Mitschnitt gibt, hatte ich schon anlässlich des 10-jährigen Sendejubiläums im April 2009 meine damalige Moderation anhand des noch vorhandenen Manuskripts bei mir zu Hause abgelesen und in einem Mikrofon hineingesprochen. Sie hören also gleich nicht meine Originalstimme von 1999, sondern meine Stimme aus dem Jahr 2009, aber immerhin auch noch ein bisschen jünger als jetzt. Die Moderation klingt etwas hölzern, aber so ähnlich werde ich auch in der ersten Zeit als Moderator gesprochen haben. Ja, Gott sei Dank, man entwickelt sich ja fort. Ja, ich brachte in den ersten Malen sowohl Swingmusik als auch die Oldies, die dann später in Das waren noch Zeiten eingeflossen sind. Wundern Sie sich also nicht. Übrigens begann ich gleich mit einem riesen Schnitzer, in dem ich behauptete, dass die von den Klaxis das vorgetragene Swingnummer Take the A-Train eine Komposition von Duke Ellington sei. Das war natürlich falsch. Take the A-Train stammt natürlich von Billy Strayhorn aus dem Jahr 1941. Doch nun versetzen Sie sich in einen Sonntagvormittag vor 20 Jahren. Erstmals erklingt die Stimme von Dieter Middendorf über den damals noch ziemlich unbekannten Wiesbadener Lokalsender Radio Rheinwelle 92,5. Das Ganze dauert genau 53,5 Minuten.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie recht herzlich zu dem von mir moderierten Teil der musikalischen Rheinwelle-Matinee, die ja von heute ab alle 14 Tage zur gleichen Zeit gesendet werden soll. Wer und was bin ich? Ich bin Dieter Middendorf aus Wiesbaden, Jahrgang 1931, Norddeutscher von Geburt, aber schon seit Jahrzehnten hier in Wiesbaden ansässig. Bis zu meiner Pensionierung war ich in einem der hessischen Ministerien beruflich tätig. Wie kommt so einer an diesen Sender? Ja, vor einiger Zeit bin ich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rheinwelle herangetreten und habe ihnen vorgeschlagen, von meinem umfassenden Musikarchiv Gebrauch zu machen, das ich in mehr als 30 Jahren zusammengestellt habe. Und warum soll es brach liegen? Vertreten sind fast alle Musikrichtungen. Mein Angebot wurde sehr positiv aufgenommen mit der Auflage, ich möge meine musikalischen Ergüsse dann aber auch hübsch selber moderieren. Naja, und so sitze ich nun heute, wer hätte das gedacht, zum ersten Mal in meinem Leben vor dem Mikrofon eines Rundfunksenders mit meiner ersten Musiksendung. Damit dabei die Technik aber nicht total zusammenbricht, leistet mir mein Kollege Eckhard Blasche freundlichen Beistand, bis, wie man mir schon androhte, ich später einmal das Mischpult und die diversen Geräte alleine bedienen muss. Dem Eckhard danke ich noch recht herzlich für die Hilfe bei der Vorbereitung dieser Sendung. Dem von mir zu vertretenden Teil der Rheinwelle-Matinee habe ich den Titel »Das hört man nicht alle Tage« zugedacht. Damit möchte ich zum Ausdruck bringen, dass in der Tat die Absicht besteht, Musik zu senden, die in dieser Art von den meisten Programmanbietern sträflich vernachlässigt wird. Hier möchte ich also eine entsprechende Lücke schließen. Und im Rahmen dieser Sendereihe werde ich jeweils besondere Schwerpunkte setzen, also nicht sämtliche Musiksparten zu sehr durcheinander würfeln. Heute beginne ich mit internationalen Orchestern und sonstigen Formationen der Swing-Ära der 30er bis 40er Jahre. Dazwischen sollen aber auch einige Chansons zu Gehör gebracht werden. So, und jetzt fangen wir mal an. Put it right on the knee high. Then you
meine Damen und Herren, unsere Zeit ist leider schon zu Ende. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude gemacht. Vielleicht hören Sie uns beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin gespannt auf das Hörerecho. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Tschüss, alle miteinander. Ihr Dieter Mittendorf. Kennst du doch nicht, wie klagst du das? Nicht wirklich. Nee? Ach, ruf jemand an. Also. Das fehlt. Solche Dinge. Radio Rheinwelle mit dem Dorf. Morgen Fragmann. Das habe ich doch ganz zu Anfang gesagt. War Stromausfall. Ach so. Ja. Ah ja. Ja, da ist hier ausgerechnet an dem Sonntagmorgen hier in der, unter den Eichen, in der ganzen Gegend hier, der Strom abgeschaltet worden, weil ein Transformationshäuschen da irgendwie neu gebaut werden müsste. Und das habe ich nicht gewusst, weil ich nicht mein Fach geguckt hatte. Da habe ich also wieder eine Sendung für den 14. April angekündigt und dann war die Sendung zu Ende. Ich gucke mein Fach und der Zettel fällt aus, ja. Ja, danke fürs Kompliment. Ja. Ja. Ihnen auch alles Gute. Ja. 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 Tschüss. Vielen Dank für den Anruf. Oh, voller Bewunderung. Alle Stammhörerin. Seit 2005 hört ihn. Das war zum Schluss. I ain't happy to that step, but I'll dig it. Ja, und damit sind wir schon wieder fast am Ende der heutigen Ausgabe der Rheinwelle Swing Party angelangt. Diesmal ganz im Zeichen meines 20-jährigen Sendejubiläums bei Radio Rheinwelle gestanden hat. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse und Ihr geduldiges Zuhören. Ja, es wäre jetzt höchst albern zu sagen, auf die nächsten 20 Jahre, das wissen wir alle. Es kann nun jeden Tag passieren, dass ich mich für immer von Ihnen verabschieden muss. Sobald ich merke, Dieter Mittendorf, lass es nur gut sein, du packst es nicht mehr, werde ich sofort aufhören. Alles andere wäre nur peinlich. Übrigens sehe ich an der Uhr, wir haben ja noch 7 Minuten Zeit, es kommt gleich noch ein bisschen Musik. Aber ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ich hoffe dennoch, heute in 2 Wochen wieder für Sie da zu sein mit der Sendereihe Das waren noch Zeiten. Am Sonntag, den 12. Mai von 10 bis 12 und auch heute in 4 Wochen am Sonntag, dem 26. Mai, ebenfalls von 10 bis 12 auf dieser Welle mit der Rheinwelle Swing Party. Ja, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen und erholsamen Sonntag und uns allen noch strahlende Frühlingstage. Machen Sie es gut und tschüss und goodbye, Ihr Dieter Mittendorf. Und jetzt hören wir noch etwas Swingmusik von anderen Orchestern.